nächste Angriff ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Sermeter bediente Leandro. Bönne dazwischen, Schiedsrichter Bertolini ließ weiterlaufen und Joël Magnin traf aus gut und gerne 40 Metern ins Glück. Hier noch einmal die Entstehung des Treffers. Zuerst klärte Bönne gegen Leandro, doch dann konnte er den Ball nur noch hinterher schauen, denn Schlaumeier Magnin hatte die Situation richtig erkannt. 2:0 führte IB und das war zu knapp.